Du hörst täglich Andachten von Miriam Martin. Der Dienst, der durch den Heiligen Geist durch mich gebaut ist, soll dich als Nachfolger Jesu in die reine und ursprüngliche Lehre Jesu zurückführen. Melde auch du dich gern zu weiterführenden jeweiligen Kursen und Begleitungen der Schule des übernatürlichen Lebens an. Und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes in Christus. Epheser 4, Vers 11 und 12. Gott hat Gaben für den Menschen. Gott hat uns durch seinen Geist berufen in bestimmte Positionen für die Erbauung des Leibes. Halleluja! Nun, vielleicht fragst du dich, für welchen Menschen? Selbst für Rebellen, oh ja, selbst für die, die noch in der Sünde sind. Denn er hat Berufung, er hat Auserwählte. Doch was muss geschehen? Nun, wolltest du ein Rebell sein? Ich wollte es nicht. Ich wollte auch nicht mit Absicht sündigen, und doch habe ich es getan. Es gibt Verfehlungen, die unser Herz brechen und uns am Ende in unserem Kummer aufstöhnen lassen. Wir wissen nicht, wie wir dahin gekommen sind. Und doch erkennen wir, wenn wir den Heiligen Geist empfangen, dass es unsere Verfehlungen waren, unsere Rebellion, unser Abirren von Gott Vater. Nun, wie gesagt, ich hatte niemals den Wunsch zu sündigen, nein. Doch Gott kennt unsere Lebensgeschichte ganz genau. Und er ist entschieden für uns. Er ist der Vater, der mit offenen Armen dasteht und wartet, dass du zurückkommst zu ihm nach Hause mit allem, was du bist und hast. Deine Schwäche soll gesiebt werden wie die Streu vor dem Wind, und jedes Samenkorn wird ein richtiges Korn hervorbringen, eine Ehre, wie Gott sie sich gedacht hat, nicht wie du, sondern wie Gott sie sich gedacht hat. Das Feuer wird brennen wie ein Ofen, und in dem Feuer wird das Stroh verbrannt werden, so wie es geschrieben steht in Maleachi 3, Vers 19. Der Weizen aber wird in das Kornhaus gesammelt und die Schatzkammer des höchsten Gottes. Und er selbst wird uns aufnehmen. Aber wozu das alles? Dazu, dass die Heiligen vollkommen gemacht werden. Oh, denke doch nur, deine Zerbrochenheit soll heil gemacht werden, wie er heil ist. Deine Schwachheit soll stark gemacht werden, wie er stark ist. Du musst das Bild des Herrn bis ins Detail widerspiegeln, ein lebendiger Brief des Christus. Oh ja, du sollst die Gesinnung Christi in Vollkommenheit, in Schönheit haben. Geliebte Schwester, geliebter Bruder, nur weil Gottes Hand auf dir liegt, sollst du nicht versagen und im Erdboden versinken, sondern dir vielmehr klar machen, dass Gott dich für die Vervollkommnung der Heiligen reinigen will. Das mag sich in bestimmten Situationen schwer anfühlen. Und ja, in den Momenten, in denen wir erkennen, was wir falsch gemacht haben, liegt eine Last auf uns. Doch durch die Buße und durch die Bekenntnis deiner Sünde fällt die Last von dir ab, weil du das Blut Jesu hineinbringst und sagst: Ich bekenne. Und Jesus wird dir helfen. Was wirst du tun mit dieser einmaligen Gelegenheit, mit diesem inneren Drängen von Gottes Rufen deiner Seele? Wirst du zusehen, wie andere gekrönt werden, während du dein Erbe verlierst? Bist du bereit, heute für Gott wahre Hingabe zu leben, bis in den Tod? Nun, wir müssen einiges entscheiden auf diesem Weg. Und wenn du nicht getauft bist im Heiligen Geist, dann strebe die Taufe mit dem Geist Gottes an. Sei hungrig und durstig, und Gott wird dir geben. Und wenn es irgendwas gibt, was die Frucht beschädigt, hat
Gott einen Plan. Dann flehe ich dich an. Lass das Blut Christi so bedecken, alles von dir so bedecken, dass die Salbung Christi so kommen kann in dein Leben, dass die Vision Christi gesehen werden kann in deinem Leben, damit du alles aufnehmen kannst, was Gott für dich hat. Denn dein Denken begrenzt dich. Deine Seele mag vom Feind noch angegriffen sein. Doch die Bestimmung, die Berufung ist Freiheit durch das Blut Jesu in allen Bereichen deines Lebens. Und so soll es dir an nichts mangeln. Im Namen Jesu. Amen. Lass uns also gemeinsam beten. Im Namen Jesus komme ich zu dir, Vater. Und ich bitte dich, lass deinen Heiligen Geist reinigend durch meinen Körper, durch meine Seele, durch meinen Geist fließen. Ich bringe das Blut Jesu in alle Bereiche meines Lebens. Bringe mich an den Ort, an dem ich bekennen muss. Bringe mich an den Ort, an dem ich noch Rebellion in mir habe. Denn ich will vollkommen so sein, wie Jesus ist. Yeshua HaMashiach. Amen.